Dass Wagner ein furchtbarer Antisemit war, ist gar nicht zu leugnen. Also der Gedanke einer Ausrottung der Juden lag oder einer Totalelimination der Juden lag Wagner fern. Indem er nämlich sagt, dass der Fehler Rienzis sei es gewesen, dass er eben immer ein Einzelgänger blieb, dass er sich auf keine Partei stützen konnte. Riedner mit einem ganz starken Willen in der Lage sei, historische Umwälzungen herbeizuführen. Ein Redner. Ein Redner. Also, meine Damen und Herren, ich denke, da wir hier an dem Orte sind, mit dem Sie sicherlich das Thema sehr stark verbinden, das heute Abend auf der Agenda steht, würde ich sicherlich Eul nach Athen bzw. nach Landsberg tragen, wenn ich etwas berichten würde über die fatale Programmschrift, die hier in zwei Teilen 1924 entstanden sind. Ist. Aber ich glaube, das, worüber wir uns heute unterhalten wollen, ist etwas, das vielleicht noch nicht im allgemeinen Bewusstsein ist. Das ist dieser innere Zusammenhang, den dieses Werk hat mit der Gestalt Richard Wagners. Denn es ist nicht nur so, dass Mein Kampf geschrieben worden ist, unter anderem auf Papier aus Bayreuth, nämlich aus Papier, das Winifred Wagner hinter hier nach Landsberg geschickt hat, sondern in diesem Werk, das eigentlich kaum jemand gelesen hat, damals zur Hitlerzeit und heute wahrscheinlich auch nicht, ist tatsächlich wiederholt von Hitler darauf hingewiesen, dass Wagner für ihn das vielleicht wichtigste, ich würde mal sagen, Sozialisationserlebnis seines Lebens gewesen ist. Und ich denke, dass wir darüber heute Abend sprechen sollten, weil das etwas ist, dessen eine Aussage ist, deren Dimensionen denen müssten wir nachgehen, meine ich. Vor allen Dingen könnte man, meine ich, anfangen mit einem solchen Gespräch hier heute auf dem Podium, indem man zunächst mal davon ausgeht, dass 1924, ja, also in der Zeit, als das Werk hier entstand, Hitler damals sich gewandt hat an Siegfried Wagner in Bayreuth und ihm damals gesagt hat, dass der Meister, also das ist für Hitler Richard Wagner gewesen, dass der Meister, aber auch der Schwiegersohn Richard Wagners, Houston Chamberlain, die beiden gewesen seien, die das geistige Schwert geschmiedet hätten. Sie werden sich erinnern an den Ring des Nibelungen, da wird ja auch ein Schwert geschmiedet. Das geistige Schwert geschmiedet haben für den völkischen Sieg, den es jetzt zu fechten, auszuführen gilt. Und das ist im Grunde die Frage, um die es heute gehen sollte, ganz konkret. Was ist das eigentlich für ein geistiges Schwert gewesen, das dort geschmiedet worden ist durch den Meister, aber auch durch den Bayreuther Kreis, wie ich es mal nennen möchte? Und war es überhaupt möglich, dass dieses Schwert dann zwei ganz große Schneiden gehabt hat? Die eine ist im Grunde, das ist etwas, was wir, glaube ich, an den Anfang stellen sollten. Zunächst einmal in die erste Hälfte sollten wir uns da konzentrieren auf die nicht rassistischen, weltanschaulichen Aspekte, die von Richard Wagners Werk und Persönlichkeit ausgegangen sind, auf das ästhetische, politische Weltbild Hitlers. Das ist also der erste Teil, über den wir uns eigentlich heute Abend unterhalten sollen. Und dann vor allen Dingen eben auch der zweite Teil, nämlich die rassistische Konzeption Hitlers. Wie weit ist sie ebenfalls möglicherweise beeinflusst worden durch Richard Wagner?
Und ich denke, dass wir beginnen sollten mit einer Frage, die sich unmittelbar aus meinem Kampf ableitet. Ich habe nicht selber den ganzen Kampf gelesen, das darf ich hinzufügen, aber ich habe über die Google-Suchmaschine, das kann ich Ihnen dringend empfehlen, die Stellen herausgefunden, in denen überraschend viel Bezug genommen wird, eben auf Richard Wagner. Und wenn wir jetzt also über diese Weltanschauung, die weltanschaulichen Aspekte Hitler sprechen, so sollte man vielleicht vorausschicken einen Satz eines Mannes, der eben auch zur Zeit Wagners noch gelebt hat, der 90-jährig erst 1859 verstorben ist. Das ist kein geringerer als das letzte Universalgenie Europas gewesen, Alexander von Humboldt, der gesagt hat, die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung der Leute, die die Welt nie angeschaut haben. Und ich denke, das ist, sollten wir vielleicht als Motto darüber setzen. Und die erste Frage, die wir vielleicht ich gerne an Herrn Borchmeier richten möchte, der ja zu diesem Thema bestens ausgewiesen ist. Er hat 1999 ja teilgenommen an dem Gespräch in Schloss Elmau zum Thema Hitler und das Dritte Reich. Wäre eine Frage, die sich also unmittelbar aus meinem Kampf ergibt, wo es nämlich heißt, dass Hitler, der also als 12-Jähriger in Linz als erstes Werk des Wagners, dem Lohengrin, gesehen hat, wo er sagt, er sei durch den Lohengrin früh zum politischen Revolutionär geworden. Das ist eigentlich ein unglaublicher Satz. Den möchte ich einfach an Sie einmal richten, die Frage, was könnte das gewesen sein, was ihn aufgrund der Wagnerschen Lohengrin zu dieser Äußerung gebracht haben könnte? Was vermuten Sie, was dahinter stehen könnte? Nun, ich denke da an den Roman von Heinrich Mann, Der Untertan, in dem ja der Lohengrin und das Lohengrin-Erlebnis für diesen Hässling eine ganz fundamentale Rolle spielt, der das als nationalpatriotische Oper sieht. Und es gibt ja auch nun tatsächlich in dieser Oper viel Fremdenfeindlichkeit, nicht? Man zieht gegen die Ungarn zu Felde und dann kommt nur hinterher die, nachdem nur Misstrauen erwacht ist an Lohengrin, sagt das Volk, warum ziehen wir eigentlich gegen einen Feind, der uns nie was Böses getan hat? Und die Situation ist ja im Lohengrin ist ja die, dass da eine Frau alleingelassen ist von allen und einer bösen Intrige ausgesetzt ist, und sie träumt eben aus ihrer Misere von einem Führer, von einer Führergestalt errettet zu werden. Und dieser Auftritt Lohengrins mit dem Schwan, das ist ja nun, gehört ja nun wirklich zu den aufregendsten Auftrittsszenen in der Operngeschichte. Naja, wenn man nun mal Führer werden will, dann ist das natürlich schon sehr schön, das mal auf der Bühne erlebt zu haben, nicht? Und Lohengrin ist eben eine Führergestalt und auch eine, die sich nicht ausweisen muss, nicht? Du sollst mich nicht befragen, noch Wissenssorge tragen, woher ich kam, der Vater und wie mein Name und Art. Nicht? Also ein sich nicht demokratisch oder sonst wie legitimierender, mythische Führergestalt, die da irgendwo aus einer Ferne kommt, um ein Volk zu erretten. Da wir gerade eben über diese Gestalt des Lohengrin sprechen, gibt es ja eine andere Gestalt, die allerdings nur fragmentarisch von Richard Wagner entwickelt worden ist, die eine ungeheure Bedeutung offenbar für im Sozialisationsprozess Hitlers gehabt hat während seiner Jahre in Wien, darüber hat ja Brigitte Hamann berichtet, das ist Wieland der Schmied. Ja. Das ist etwas, was man vielleicht einfach mal vorlesen sollte. Das ist so unglaublich, was hier Frau Hamann recherchiert hat zu diesem Thema, was meines Erachtens also im Grunde noch einmal deutlich macht, welch eine enorme Bedeutung Wagner für
Hitler gewonnen hat, und zwar in dieser ganz frühen Zeit. Wenn ich das vielleicht mal vorlesen darf, das ist, also hat mich außerordentlich überrascht, was hier über den frühen Wagner berichtet wird, und zwar von seinem Freund Kubitschek, der ja Musikstudent gewesen ist. Laut Kubitschek verfasst Hitler Schauspiele und Dramen aus der deutschen Heldensage, zeichnet Bühnenbilder und Kostüme, also in Wien, während dieser großen Armutstage dort, im Arbeiterheim. Höhepunkt dieser Unternehmungen ist der verbissene Versuch, jenes germanische Weihespiel zu vollenden, das Wagner im Aufsatz das Kunstwerk der Zukunft nur skizzierte. Wieland der Schmied. In der Sage schmiedet der gefangene Wieland sich Flügel, um damit in die Freiheit zu fliegen. Richard Wagner am Schluss des Aufsatzes: O einziges herrliches Volk, das hast du gedichtet und du selbst bist dieser Wieland, schmiede deine Flügel und schwinge hinauf. Das sind, meine ich, Dinge, die wir auch etwas im Blick behalten sollten. Dieses Sozialisationserlebnis wird nicht erwähnt, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das ja sogar weitergeht. Er hat versucht, Kubitschek dann zu überreden, dieses als eine Oper zu Ende zu führen. Er selber hat das Libretto geschrieben. Er hat dann, wie Frau Hamann hier mitteilt, einen viermonatigen, allerdings wenig erfolgreichen Klavierunterricht genommen. hat also Kubitschek Weisungen erteilt, wie dieses Wagnersche Fragment zu Ende geführt werden sollte. Und kommt dann zu den also ungeheuerlichen Dingen, die jetzt hier von Frau Hamann noch recherchiert worden sind. Bei diesen ganzen Versuchen, also jetzt diese Oper zu vollenden, bei diesen Bemühungen erwirbt sich Hitler jene profunden Kenntnisse, mit denen er später Fachleute des Theaters erstaunen wird. Durchmesser, zum Beispiel Durchmesser von Drehbühnen, Versenkungsmechanismen und besonders verschiedene Beleuchtungstechniken. Man denke an die Nürnberger Parteitage. Er kannte alle Steuerungssysteme und konnte sich bis ins Detail über die richtige Beleuchtung für bestimmte Theaterszenen Wagners verbreiten. Laut Albert Speer hat Hitler noch als Reichskanzler Bühnenentwürfe im Wagner-Opern gezeichnet und sie seinen Lieblingsbühnenbildner Benno von Arendt zur Anregung gegeben. Es seien sauber ausgeführte und mit Farbstiften kolorierte Entwürfe für alle Akte von Tristan und Isolde gewesen und ein anderes Mal Entwürfe für sämtliche Szenen des Rings des Nibelungen. Dabei habe er voller Genugtuung bei Tisch erzählt, 3 Wochen lang Nacht für Nacht darüber gesessen zu haben. Und sie fügt noch hinzu, es konnte geschehen, dass Adolf, und das ist jetzt Kubitschek über diese Tage, dass Adolf dann mir auswendig den Text eines Briefes oder einer Aufzeichnung von Richard Wagner vortrug oder mit einer seiner Schriften, Beispiel Kunstwerk der Zukunft oder die Kunst der Revolution, vorlas. Und dass er also Lohengrin und die Meistersinger gewiss 10-mal gesehen und natürlich auswendig gekannt habe. Das berichtet Kubitschek, der ja übrigens dann auch in Bayreuth gewesen ist damals und von Hitler ganz kurz auch begrüßt worden ist und dann eigentlich in der Versenkung verschwunden ist. Wie würdigen Sie diese Situation? Ja, also die Kunst, dass der Wieland, der Schmied steht ja, bildet den Abschluss der Schrift Das Kunstwerk der Zukunft, in dem Wagner diese Theorie einer Wiederversöhnung oder Wiederverbindung, erneuten Synthese der auseinandergegangenen Künste beschwört, die dann eben dieses, das war ja eigentlich die Schrift, die den meisten Anstoß erregte, der Zukunftsmusiker und so weiter, das Kunstwerk der Zukunft. Das ist aber nun wirklich eine Schrift, die ganz und gar revolutionären Inhalt hat. Ja. Und zwar eigentlich nicht im Sinne einer völkischen Religion, sondern im Rückgriff auf die Griechen. Denn die griechische Musikä, die griechische Tragödie, die griechische Bauch und so weiter, das sind eigentlich
eigentlich die eigentlichen Grundlagen Wagners, nicht? Mhm. Der ja sich sehr genau auskannte in der griechischen Antike, ebenso wie die andere Schrift Kunst und Revolution. Richtig, ja. Das sind die Schriften, die Revolutionsschriften, die wirklich aus dem unmittelbaren Anteilnahme Wagners an der Revolution hervorgegangen sind. Nun, das war aber eine Revolution natürlich, die von unten kam. Aber Wagner war in dieser Zeit doch ein wirklich ein fast anarchistischer Revolutionär. Nicht? Ja. Und aber dieses revolutionäre Element steckt natürlich im Nationalsozialismus irgendwo auch drin. Das kann man gar nicht leugnen. Nur, dass es eben doch eine Revolution von oben, von einer Führergestalt her war. Nicht? Aber das hat natürlich, daran hat sich Hitler geschult. Man müsste in diesem Zusammenhang aber auch noch eine andere Oper erwähnen, die, da schreibt ja auch Kubitschek drüber, damals fing es an, sagte Hitler, nämlich der Rienzi. Und das ist nun ganz besonders interessant, denn der Rienzi, der Wagnerische Rienzi, ist eine Gestalt, die mit einer unerhörten Reinheit der Bestrebungen, das ursprünglich die alte Idee Roms wieder schaffen will, das alte Imperium wieder schaffen will, in Verbindung allerdings mit der Kirche. Nicht? Also Kirche und ein christianisiertes, in dem Schoß der Kirche gewissermaßen aufgenommenes antikes Rom. Ja. Und das scheitert eben an den chaotischen Verhältnissen in Rom, an diesen eigennützigen Adelsparteien und so weiter. Ja. Und am Ende geht dadurch der Rienzi zugrunde. Und das ist nun interessant, nämlich da wurde, glaube ich, doch auch von Kubitschek, nicht? Ja. Hitler gefragt, ja, aber ob denn wirklich der Rienzi ganz und gar sein Vorbild gewesen sein könne. Und dann macht Hitler eine interessante Bemerkung, eine gute Interpretation des Rienzi, indem er nämlich sagt, dass der Fehler Rienzis sei es gewesen, dass er eben immer ein Einzelgänger blieb, dass er sich auf keine Partei stützen konnte. Mhm. Und das ist es ja. Er ist allein, nicht? Der letzte Römer, er ist allein. Und er hat keinen Machtapparat hinter sich. Und deshalb begeht er natürlich schwere politische Fehler. Und dann sagte Hitler, das sah er als Warnung. Einerseits diese Lichtgestalt des Rienzi als positive Identifikationsfigur, aber dann auf der anderen Seite eben diesen Fehler Rienzis wollte er vermeiden. Nur das Gespenstische ist, dass ja Hitler dann am Ende ebenfalls ein Einzelgänger war und niemand mehr richtig hinter sich hatte. Nicht? Mit der Originalpartitur des Rienzi im Führerbunker. Ja, ja, das ist ja merkwürdig. Das war verloren gegangen. Die Rienzi und andere Partituren, die die deutsche Schwerindustrie dem Hitler geschenkt hat, eine unglaubliche Geschichte, durch dass die deutsche Schwerindustrie sich auf alle Zeit in Misskredit gebracht hat. Und wo diese Partituren? Ich bin sicher, ich erlebe das noch, dass die wieder auftauchen. Meinen Sie, ja. Denn dass die im Führerbunker gewesen sind, ist, glaube ich, nicht. Ja. Friedlander verweist ja auf den letzten Akt des Rienzi und dort auf die zweite Szene. Dort ist die Gestalt des Rienzi also im Grunde mit dem Rücken zur Wand, einsam, verlassen von dem Volk, von dem es übrigens ja heißt, das Volk, das seinen Führer, die Gefolgschaft aufkündigt, ist ein entachtetes Volk. Das ist Wagners eigenes Wort. Das ist aber ein harmloser Begriff in dem. Ja, ja, aber ich meine, es hat ja ganz erhebliche Bedeutung gewonnen. Ja, aber das darf man nicht machen. Nicht? Man darf nicht ein Wort entartetes, ein vollkommen unanfechtbares Wort, kommt bei Wagner oft vor, entartet Geschlecht, nicht? In dem Tristan, und das Wort verwenden alle, das ist ein völlig harmloses Wort, damals gewesen. Ja. Aber es ist so, dass also offenbar nach seiner Vermutung, und ich weiß nicht, wie er zu dieser Vermutung kommt, dass Hitler fasziniert gewesen ist von dieser völligen Einsamkeit des Rienzi jetzt in der Endphase, in der er, nachdem er sich also
von allen verlassen sieht, plötzlich sagt, die einzige Treue, die mir geblieben ist, ist der Himmel. Und daraus leitet also Friedländer ab, dass hier für ihn so etwas gewesen sei, wie diese Vorstellung, selbst wenn ich also, wie Sie ja schon gesagt haben, die Legitimation nicht vom Volke kommt, dann kommt sie von der Vorsehung. Dort ist also ein Gedanke möglicherweise, der sich allerdings in den Werken, also in den Äußerungen Hitlers so nicht findet, finde ich. Ich habe es zumindest nicht gesehen, dass in den Tischgesprächen oder in den Tagebüchern bei Cosima das eine Stütze findet. Ja, ich glaube auch nicht mehr, dass Hitler sich, also Hitler hat sich ja dann am Schluss merkwürdig in diese Rolle der Nibelungen, der Burgunden, die da am Hofe von König Etzel dann ihr in einem Blutbad untergehen, da hat er sich dann eher gespiegelt oder eben in der Götterdämmerung. Nicht? Aber der Rienzi hat in der Hinsicht, glaube ich, für ihn keine Rolle gespielt. Das ist natürlich der Rienzi auch wieder ein Einzelgänger, der als Einzelner etwas Großes schafft und ein Volk aus seiner Entartung herausreißen will. Nicht? In solchen Figuren spiegelte sich Hitler, aber ob der Rienzi ihm am Ende auch noch so viel bedeutet hat, ich weiß es nicht so recht. Ne? Zumindest Friedländer meint, dass im Grunde hier jetzt plötzlich mit der rassistische Gedanke Hitlers, nämlich die Endlösung, also der entweder Untergang oder Sieg über das Judentum, hier jetzt plötzlich da ist in dieser absoluten Eindeutigkeit, mit der Rienzi jetzt seinen Untergang herbeiholt. Das sei also eine typische Rienzi-Haltung, die Hitler dann am Ende möglicherweise. Oh, ich weiß nicht, also das kommt mir sehr spekulativ vor. Vor allen Dingen, der Rienzi passt ja aus einem bestimmten Grunde überhaupt nicht zu Hitler, denn Rienzi ist ja im Grunde hat ja eine Friedensvision. Mhm. Und die ist wirklich sogar, das wird für ihn zum Fallstrick. Mhm. Ne? Denn er begnadigt die Richtig, Adligen, die ihn ermorden wollen. Mhm. Und das ist diese La Clemenza di Tito, einfach der Anfang vom Untergang Rienzis, seine Milde, seine Clemenza, dass er eben sich nicht an den Feinden rächt, also kein Röhmputsch, das liegt ihm fern. Und wenn er am Ende im weiteren Verlauf sieht er sich dann eben doch genötigt, gegen seine Feinde mit militärischer Gewalt vorzugehen, weil man das auch von ihm verlangt. Und dann fließt sehr viel mehr Blut, als nötig war. Hätte er damals die Adligen nicht begnadet, sondern denen den Kopf abschlagen lassen, dann wäre dieses ganze Blut vermieden worden. Und das ist das, was man Rienzi zum Vorwurf macht. Nicht? Die verhängnisvolle Folge seiner Milde. Und von Milde hat man bei Hitler noch nie etwas gehört. Also da, man sollte da nicht zu viel herumspekulieren mit dem Rienzi. Das führt aber nicht weiter. Vielleicht nehmen wir aber nochmal eine andere Gestalt, die eine ähnliche Bedeutung offenbar für Hitler gewonnen hat. Das ist Parsifal. Und damit sind wir wieder in Landsberg, nämlich in Mein Kampf kommt Hitler also ausdrücklich auf Parsifal zu sprechen und erwähnt dort nun etwas, was hochinteressant ist, weil er sagt, Parsifal sei für ihn vor allen Dingen die Erfahrung gewesen einer Stimmung, in der es möglich ist, dass ein Redner mit einem ganz starken Willen in der Lage sei, historische Umwälzungen herbeizuführen. Ein Redner? Ein Redner, und zwar kein Schriftsteller, sondern ein Redner. Das führt er also im Mein Kampf also besonders aus, dass Parsifal also eine Oper sei, die ihn in eine Stimmung versetzt, die eine Stimmung erzeugt habe in ihm, ihn ermutigt hat, im Grunde so ein großer Redner zu werden. Das heißt also,
Es gibt da auch bei Brigitte Hamann diese Hinweise, dass er ja im Grunde wie eine Wagner-Oper, die vor allen Dingen, ich erwähnte das vorhin schon, die Nürnberger Parteitage inszeniert hat. Dort sind ja diese ganzen Lichtregie und vor allen Dingen diese weihevolle Stimmung, die abends da ist mit Wagnerscher Musik, Trommelwirbel, völlige Dunkelheit und dann diese Lichtdome und dann als Höhepunkt tritt der Redner auf, nämlich Hitler selbst. Was halten Sie denn davon, dass dieser, ja, das wird also ausdrücklich im Mein Kampf erwähnt. Ja, es ist merkwürdig, denn beim Parsifal findet sich das alles ja da. Ja. Diese Inszenierungen der Reichsparteitage passen eigentlich zu Wagner nicht, zu dem reifen Wagner nicht mehr, sondern das ist allenfalls für den Wagner des Rienzi natürlich, ganz massiv, da wird ja wirklich ungeheuer prunkvoll inszeniert, oder für den Wagner noch des Tannhäuser, auch teilweise des Lohengrin, aber dann verinnerlicht sich doch Wagners Dramaturgie mehr und mehr. Die Abwendung von der großen Oper, Hitler hat den falschen Komponisten für sich gewählt, Meyerbeer hätte er wählen müssen, nicht? Nur der war leider Jude, das ging also nicht, also artfremd. Das sind das ist die Inszenierung der großen Oper. Politik als große Oper, das ist die französische große Oper, die vor allem von Juden, nämlich von Alevi und Meyerbeer getragen wurde, nicht? Und Wagner verwendet die große Oper, die Mittel der großen Oper anfänglich, aber er drängt sie immer mehr zurück. Und der Parsifal ist schon wieder etwas sinnfälliger, aber in der Weise des Ritus. Und das ist natürlich der Nationalsozialismus. Rituelle Elemente, liturgische Elemente aus der katholischen Kirche und so übernommen hat, das ist schon wahr. Aber eigentlich passt der Parsifal doch nicht zu diesen Inszenierungen der Reichsparteitage. Dazu ist diese Ritualisierung viel zu abstrakt im Parsifal, ganz abgesehen davon, dass der ganze Parsifal wirklich unvereinbar ist mit dem Nationalsozialismus, denn es ist ja ein typisches Produkt des Wagnerschen Alterspazifismus. Aller Gewalt wird doch da eine Absage erteilt. Und bezeichnenderweise ist ja der Parsifal dann im Dritten Reich während des Kriegs nicht mehr gespielt worden. Es wurde nicht gestattet, in Bayreuth den Parsifal aufzuführen eine Zeit lang. Und das kam natürlich später auch noch eine Rolle, dass dieser Männerbund da, dass man da diese homosexuellen Prozesse, die Prozesse gegen homosexuelle Männerbünde und so weiter, das war den Nazis irgendwie unheimlich, der Parsifal. Ich glaube, das ist die Oper, die am wenigsten zum Nationalsozialismus passt, obwohl natürlich Hitler selber den ganzen Wagner mit Haut und Haaren verschlungen hat und so auch dann eben den Parsifal. Also das ist der Wagner hatte in seinen letzten Lebensjahren sich einen extremen Pazifismus zu eigen gemacht. Nicht? Das war nicht immer so in seinem Leben, aber am Ende ist er doch zu einem unter dem Einfluss der buddhistischen Lehre und der Beschäftigung mit Schopenhauer ist er mehr eigentlich zu einem Pazifisten geworden, natürlich vor allen Dingen aufgrund der Erfahrung des Krieges. Nicht? Ich meine, wir wollten noch mal ganz kurz zurückkehren zu Winifred Wagner, die ja hier ihr Papier geliefert hat für meinen Kampf. Welche Rolle hat eigentlich Bayreuth für der Bayreuther Kreis, also Chamberlain und Olzogen und so weiter, gespielt? Also einerseits ist ja so gewesen, dass Siegfried Wagner ja immerhin jüdische Schauspieler, Dirigenten zugelassen hat. Das ist also eine Art Doppelspiel gemacht hat, also eine gewisse Distanz. Sagte Karl Lueger, dieser fürchterliche Wiener Bürgermeister, nach dem sogar noch eine Straße benannt ist, immer noch. Das will man jetzt in Wien abschaffen, aber da gibt es große Proteste. Der hat gesagt, wer Jude ist, bestimme ich. Das ist Karl Luegers berühmtes Zitat, das hat, und Karl Lueger war ja auch ein Vorbild Hitlers, wer Jude ist, bestimme ich. Also diese Geschichte, die Wagnerianer,
Wagner, der ich nicht bin. Ich liebe Wagner, aber ich hasse Wagnerianer. Die Wagnerianer immer anführen, ja, aber die Juden, die doch im Umkreis Wagners waren und dann auch später, ja, das hat man doch immer Juden eingesetzt, ja, und die Winifred, ja, das ist doch ein ganz blödes Argument. Ja. Denn natürlich war Winifred eine Antisemitin vom Scheitel bis zur Sohle. Und ihr Mann Siegfried war es auch, den man immer so schonen will. Und dass die mal Juden angestellt hat, ja, was soll man denn machen, wenn die Juden halt so gut singen? Nicht? Dann Alexander Kippen ist und ich glaube, der Lauritz Melchior war da auch. Damit sind wir im Grunde schon mitten am zweiten Thema, das rassistische Weltbild. Ja. Welche Relevanz hat hier Richard Wagner? Da ist ja, gibt es ja nun dieses Buch von Adorno 1952, Versuch über Wagner, der nun tatsächlich die Behauptung aufgestellt habe, dass im Musikdrama Wagners solche antisemitischen Züge erkennbar seien. Vielleicht, dass Sie dazu mal ein paar Worte sagen. Ja, nun, dass Wagner ein furchtbarer Antisemit war, ist gar nicht zu leugnen. Und dass nur zwischen Antisemitismus und Antisemitismus besteht ein großer Unterschied. Interessant zum Beispiel, dass Saul Friedländer, ich glaube auch in diesem Aufsatz, in diesem Band Richard Wagner im Dritten Reich, festgestellt hat, dass es im Gesamtwerk Hitlers, Tischreden und allem, seinen Briefen und allem, keine einzige Äußerung gibt, in der Hitler sich auf Wagners Antisemitismus bezieht. Ja, das ist interessant. Das ist sehr merkwürdig, wo Hitler Wagner eine so große Rolle für ihn gespielt hat. Warum? Dafür hatte Saul Friedländer keine Lösung. Und ich habe ihm immer wieder gesagt, dass der Wagnersche Antisemitismus für Hitler völlig unbrauchbar war. Denn der Wagnersche Antisemitismus in der Beschreibung der jüdischen Phänomenalität hätte er ihm natürlich zugestimmt. Aber Wagner, schon diese Schrift über das Judentum in der Musik, endet ja damit mit dem Gedanken, dass sich der Jude zusammen mit uns, mit den Mitgliedern einer ebenfalls depravierten Gesellschaft verwandeln kann, so wie der Phönix aus der Asche neu geboren wird und dass es sein kann, dass er dann, wenn er sich wandelt, mit uns eins und ununterscheidbar wird. Nicht? Das ist diese Vorstellung, die ja ganz verbreitet war, dass sich die Juden durch radikale Selbstentjudung, also Assimilation, tatsächlich ununterscheidbar werden können. Das ist natürlich aus heutiger Perspektive ein unerträglicher Gedanke, aber man muss sehen, dass das sehr verbreitet war. Auch Karl Marx, Aufsatz zur Judenfrage, sagt, der Jude soll aufhören. Der war selbst Jude. Hat eigentlich Wagner diesen Aufsatz gekannt? Wir wissen es nicht. Ich glaube nicht. Also von Marx, Marx kommt nicht vor. Sehr ähnliche Gedanken, Sehr ähnliche Gedanken. Und nur, dass das bei Marx viel, das ist ja eigentlich eine großartige Schrift über die Judenfrage, aber das ist natürlich alles viel rationaler. Bei Wagner ist das alles so mystizistisch verquast. Und das ist natürlich abscheulich und der Polemik gegen Meyerbeer, aber im Grunde, also der Gedanke einer Ausrottung der Juden lag oder einer Totalelimination der Juden lag Wagner fern. Er hat außer üblen Witzen, die er gemacht hat, aber das machen wir. Wir machen ja über alle möglichen Leute, die wir mögen, nicht mögen, auch unsere üblen Witze. Nur, dass sie niemand wie Cosima aufschreibt. Aber der eigentliche Gedanke Wagners war, dass die Juden sich transformieren müssen zu einem neuen Zustand der Menschheit. Und das ist ein Gedanke, den er später immer weiterentwickelt hat. Und da er hatte dann schließlich diese Theorie aufgestellt, gerade in seinen letzten Regenerationsschriften, die so wahnsinnig dunkel und unklar sind. Und deshalb wird alles Mögliche in sie hineininterpretiert. Aber eines ist ziemlich deutlich, an den Grundgedanken ist ziemlich deutlich, dass Wagner
die Unterscheidung der Menschen in Rassen für eine leidvolle Gegebenheit hält, aber dass die Menschheit sich entwickeln müsse auf das reine Gattungswesen Mensch hin, dass also die Rassen irgendwann mal ausgespielt haben. Das war seine Gegnerschaft auch zu Gobineau. Er hat Gobineau geschätzt, und sagt, ja, ist ja ganz richtig für die Jetztzeit. Ja. Aber die Rassen haben ausgespielt, und vor allen Dingen durch den Geist des Christentums, das Blut Christi, das nicht für eine bevorzugte Rasse geflossen sei, wie er wörtlich sagt, sondern das Blut Christi hebt die Rassenunterschiede auf. Ja. Und die Zukunft der Menschheit besteht eben in einer rassisch nicht mehr geschiedenen Menschheit, wo der Mensch nur noch Mensch und nicht ein Rassenwesen ist. Und er hat dann auch gesagt, der Tristan ist, Beethoven ist noch für die Rasse geschrieben, aber mein Tristan ist für eine rassenlose Menschheit geschrieben und so weiter. Solche Äußerungen gibt es ja auch. Dieses Blut Christi ist ja eine der Dinge, die bei Chamberlain eine große Bedeutung hat. Plötzlich ist das arische Blut. Ja, ja, Christi. Aber das ist bei Wagner eben nicht gemeint. Das ist interessant. Das ist eben nicht gemeint. Arisches Blut eben nicht. Er sagt, das Blut ist nicht für ein, das wird ziemlich wörtlich, es steht in Religion und Kunst oder in dem Aufsatz, was nützt diese Erkenntnisse, also einer dieser späten, ineinander übergehenden Spätschriften Wagners. Das Blut Christi ist nicht für eine, wenn auch noch so bevorzugte Rasse geflossen. Ja. Es ist ja immer wieder behauptet worden, dass die Gestalt der Kundri mit dem Hinweis Herodias warst du einst, dass das also nun ein Hinweis Herodias warst du, aber sie war auch Gundrygia, nämlich ein germanisches Weib im Wilden, das im Wilden herzog. Ja. Also Kundry ist doch eine Art, er lebt doch dauernd Wiederverkörperung. Sie ist ewige Jüdin, aber nicht weil sie Jüdin ist, sondern weil sie diese Rolle des Christus auf dem Kreuzweg Schmähenden repräsentiert. Und sie ist eine Heidin ist sie, ein Zauberweib, sagen die Grazritter. Also das hat mit einem rassischen Judentum überhaupt nicht das Geringste zu tun. Das ist eine unglaubliche Torheit, sowas, dieser Mist. Und es gibt Leute, die immer Interesse daran haben, das nachzuweisen, weil sie sich nicht vorstellen können, dass zwischen einem Autor wie Wagner, der als Privatmensch ein schauriger Ideologe war und Antisemit war, dass in seinem Werk sich das eben nicht niederschlägt. Und aber mit diesem Widerspruch zwischen Autor und Werk müssen wir nun einmal leben, nicht? Wenn man sich anschaut, dass Gesualdo ein Dreifachmörder war und hat die herrlichsten Madrigale geschrieben, und es gibt so unendliche Beispiele für die Diskrepanz zwischen der Privatperson des Autors und seinem Werk. Und man muss nicht immer das, was der Autor gedacht hat, in dem ganz anderen System seines Kunstwerks wiederfinden wollen. Ich meine, die Frage ist ja auch gestellt worden, hängt möglicherweise der Judenhass bei Wagner damit zusammen, dass es eigentlich eine Art Selbsthass gewesen ist? Ja, das sagt man auch immer, aber ich finde das mich überzeugt, dass auch Geier. Ja, der, weil sein Vater Geier hieß, aber Geier war kein jüdischer Name, sondern ein alter Pastorenname. Also Adler war ein jüdischer Name, aber Geier nicht. Und und der Nietzsche hat dann gesagt, ein Geier ist fast schon ein Adler. Aber nein, so ist das nicht. Namensgeschichtlich ist Geier kein jüdischer Name, und es ist so gut wie sicher kein ernsthafter Wagner-Forscher glaubt, dass der Geier wirklich Wagners Vater war. Ich halte eigentlich von dieser Theorie nicht viel. Mhm. Ja. Ich meine, die Frage bleibt ja trotzdem, wenn Wagner tatsächlich derartig antisemitisch sich ja geäußert hat, zumindest also ganz besonders wüst ist das ja immer wieder in den Tagebüchern bei Cosima zu sehen, dass er doch offenbar sein Musikdrama freigehalten hat. Ja.
Das war ja auch, das war ihm sehr wichtig. Er hat ja dann später auch immer wieder gesagt, wir beteiligen uns nicht an, an dieser antisemitischen Aktion. Ja. Da gab es so eine große Petition, die dieser fürchterliche Förster, der Mann von Elisabeth Nietzsche, initiiert hatte. Ja. Und das hat Wagner nicht unterschrieben. Ja. Und natürlich teilweise auch aus Opportunismus, weil er der Angelo Neumann, der machte da gerade sein Wagner-Theater mit dem Ring des Nibelungen, der durch die halbe Welt ging, und er hatte eine so riesige jüdische Anhängerschaft, die wollte er nicht vergrätzen. War also ein Stück Opportunismus schon auch. Aber es passte ihm auch nicht, und er hat gesagt, wir setzen uns nicht für Partikularitäten ein, nicht? Sondern der reine Kunstbereich sollte frei sein von solchen Dingen. Und naja, aber das war auch bei Hitler so, die Kunst Wagners sollte nicht instrumentalisiert werden, das sollte ein Freiraum von der Politik bleiben. Und das, ja, das hat man in Bayreuth auch aufrechterhalten. Mhm. Und deshalb auch, wenn man die Bayreuther Blätter liest, es kommt nie vor in den Bayreuther Blättern, dass Gestalten Wagners politisch instrumentalisiert werden, also dass man sagt, die Kundrin ist Jüdin oder der Mime oder Beckmesser, das wäre ja, hätte ja nahegelegen. Das kommt nie vor. Nicht? Man wollte einfach das Wagnersche Werk als eine Ersatzkirche haben, wo die Tendenzen des alltäglichen politischen und gesellschaftlichen Lebens keine Rolle spielen sollten. Nicht? Ja. Das heißt, schließt nicht aus, dass die Leute trotzdem fürchterliche Antisemiten waren. Aber sie wollten, sie wollten die Kunst von Tendenzialität freihalten. Es gab eben in Hitler auch diese Seite, nicht? Ja, ja, natürlich. Und das sieht man ja auch in für mich ganz großartige Film Der Untergang, der auch gezeigt, wie er da zum Beispiel die grauenvollsten Entscheidungen trifft und dieses fürchterliche Testament aufsetzt. Aber diese Sekretärin, nicht? Die gar nicht richtig schreiben kann, die engagiert und zeigt da plötzlich menschliche Züge. Ja. Und es ist eben nicht so, dass ein Verbrecher immer mit dem Messer zwischen den Zähnen herumläuft, nicht? Das ist eben nicht so, sondern auch einer der fürchterlichsten Verbrecher der Menschheit hat eben diese Seiten, die eigentlich zu ihm nicht zu passen scheinen. Und zu dieser Seite, eine wichtige dieser Seiten war eben die Wagner-Seite. Es gibt ja da eine eigentümliche Konvergenz eigentlich Hitlers, diese im Sinne mit Ludwig II. Denn es gibt diese eigentümliche Eignung des Wagnerschen Musikdramas für pseudosakrale Instrumentierung. Ja, das ist sehr verwandt. Ja. Ludwig II. Hat sich eben auch die Kunst Wagners als ein Ersatzreich aufgebaut, als eine Kunstreligion. Die sollte also von den Niederungen des Alltags entfernt werden. Ein bisschen davon ist auch, glaube ich, Hitlers Wagner-Kult. Das hat ja im Grunde Nietzsche dann auf die Formel gebracht, wir haben die Kunst, um nicht an der Wahrheit zugrunde zu gehen. Ja, das läuft ein bisschen darauf hinaus. Nicht? Das ist diese verhängnisvolle Folge dieser sehr deutschen Ideologie der Kunstreligion. So ist es, ich glaube, damit haben wir für dieses Gespräch so einen gewissen ersten Punkt gefunden für einen Abschluss. Lieber Herr Borchmeier, wir kommen, glaube ich, zu dem Ergebnis, dass wir ihn nicht mit zu großem Optimismus ansehen sollten. Denn Karl Kraus hat ja gesagt, Optimismus ist Mangel an Information. Und ich glaube, darum ging es heute Abend. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.